Und der schläft schon wieder. Warum schläft die Eule immer? Hey! Oh je, ich bitte um Pardon. Guten Morgen, Case. Willkommen im Museum von Casetopia. Der 18. Mai ist der internationale Museumstag und darum findet heute eine Stempeljagd statt. Bitte erlauben Sie mir eine kurze Ausführung zur exakten Natur dieses außergewöhnlichen Tages. Der internationale Museumstag hebt die wichtige Bedeutung hervor, die exklusiv dem Museum vorbehalten ist. Was weiß ich. Eine Quelle des, ich glaube, das eine lehrreiche, oder? Ich glaube, lehrreich heißt das. Adäquat? Ich weiß es nicht. Eine Quelle des spartenübergreifenden Wissens sind für... Oh Mann, ihr seid zu doof. Sind sie für jede ernstzunehmenden Lerner unverzichtbar. Darüber hinaus beleben sie die Fantasie, sehen Ideen und verleihen dem Studium andere Themen. Spaß. Logischer Schluss, am Internationalen Museumstag strömen große und kleine allerorts ins örtliche Museum. Wohlan, die Stempeljagd funktioniert wie folgt. Das Museum verfügt bekanntlich über 4 Ausstellungen. Insekten, Fische, Fossilien, aber auch Kunstausstellung wurde mit je 3 Stempelstationen versehen. Finden Sie nun die Station in den Ausstellungen, sammeln Sie die Stempel und verdienen Sie sich Andenken. Jedes der diversen und einzigartigen Andenken wird für den Abschluss der Jagd in einer Ausstellung vergeben. Ich flunkere mitnichten. Nur zu, besichtigen, lernen und sammeln Sie. Soll ich Stempel sammeln? Wie sehen Stempel denn aus? Muss ich dafür die Exponate anquatschen? Liegen die hier so rum? Da ist was neu. Eine Stempelstation Ruhebank. Manchmal ist es ganz schön, eine kleine Verschaffspause an einer Bank einzulegen. Ruhebank, schattiger Weg, Krabbelfarm. Okay. Ich gehe jetzt Stempel sammeln. Ich denke mal, das wird nicht allzu schwer sein. Ich mag das mit den ganzen Schmetterlingen hier. Ich mag zwar keine Schmetterlinge, aber es ist den Schmetterlingen ja egal, wenn ich sie hasse, ne? Glaube ich, oder? Oder ist denn ein kleines Schmetterlingsherz gebrochen? Fällt denn eine kleine Schmetterlingsträne? Krabblerfarm. Als wäre man mittendrin. Hallo, ihr Krabbler. Ich will da gar nicht mittendrin sein, ehrlich. Was auch immer das da oben ist. Das sieht aus, als ob wir da Krabbler aufschneiden dürfen. Ich möchte Krabbler aufschneiden. Da ist sie doch schon. Schattiger Weg. Die Ausstellung hier befindet sich wohl noch in der Planungsphase. Ist hier noch nichts drin, oder was? Alle Insektenstempel gesammelt. Sieht bestimmt wesentlich cooler aus, wenn man schon das Museum voll hat. Als wenn man jetzt hier durch ein leeres Museum läuft. Besonders in der Kunstausstellung wird es bestimmt super spannend. Ich weiß zwar auch noch gar nicht, wo wir Bilder herbekommen oder Kunst. Ich weiß auch gar nicht, wie Kunst aussieht. Für mich kann das immer alles weg. Skulpturen. Die Ausstellung hier befindet sich wohl noch in der Planungsphase. Das ist für mich, Kunst ist auch, boah, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Absolut gar nichts kann ich mit Kunst anfangen. Ja, ich weiß, befindet sich noch in der Planungsphase. Ich bin eine große Enttäuschung für alle, ich weiß. Entschuldigung. Warum heißt es eigentlich, achso, westliche Kunst, weil es bestimmt aus dem Westen kommt, die Kunst. Ich wollte sagen, es steht doch gar nicht im Westen. Hi. Barockgalerie. Oh Gott, ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wann die Barockzeit war.
Barock ist der, ist ein Rock, was ich zur Bar anziehe. Also ich nicht. Ich trage normalerweise Kleider, aber... Ne? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich habe keine Ahnung. Das ist es. Ich bin doch so ein richtiger Kunstbanause. Ich habe einfach... Ich verstehe Kunst auch nicht. Vor allem neumoderne Kunst verstehe ich nicht. Weißt du, wenn die dann einfach sich Farbbeutel reinstecken und sie am Strand fallen lassen und das dann als Kunst verkaufen, ist natürlich ohne Knochen, aber trotzdem nicht ohne. Ist dann, ja. Ja, ich habe mal so ein Video gesehen. Und da es hier ein Kinderspiel ist, sage ich nicht, wo sie das reinstecken. Oh Mann, das ist doch keine Kunst. Oder wenn sie dann einfach einen Farbeimer an ein Seil hängen und den hin und her werfen. Das ist doch keine Kunst. Das ist rumtübeln. Wasserreptilien. Kreaturen, die tatsächlich keine Dinosaurier sind. Teil 1. Aber das ist für mich keine Kunst. Kunst ist, wenn ich ein schönes Bild male. Ich will es aber auch immer alles verschieben, ne? Was ist da oben an der Decke? Hat sicher nichts zu bedeuten. Alle fossilen Sterben, kann ich es eigentlich verschieben? Nein. Er muss die Bremsen angezogen haben von dem Ding. Nein, aber wenn die so ein hübsches Bild malen und sowas, das ist Kunst. Wenn es schön aussieht, aber wenn sie einfach nur Farbe auf eine Leinwand klatschen, das ist keine Kunst. Ich verstehe, ich weiß, ja. Weiß ich nicht. Oder wenn jemand eine unsichtbare Skulptur kauft für 30.000 Dollar, denn... Mann! Ich meine, ernsthaft? Das ist doch nicht normal. Vielleicht bin ich auch einfach nur neidisch, weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, irgendein Vollhorst da eine unsichtbare Skulptur für 30.000 zu verkaufen. Wollt ihr nicht unsichtbares Merch von mir haben? Kostet nur 30.000. Okay, wir wollen nicht gleich mit den Preisen übertreiben. 20.000. Dann kriegt ihr unsichtbare Juckerpalmen. Ich kann natürlich auch meine Fußnägel verkaufen, wenn ihr wollt. Wenn da ein Interesse besteht, ne? Ein Interesse? Wollte ich auch meine Fußnägel verkaufen. Ich werde alles verkaufen für Geld. Ich habe auch noch einen Sohn. Eismeer. Die Ausstellung befindet sich... Hä, das ist auch... Okay, Nemo zählt nicht zum Eismeer. Buh, Nemo, buh. Nemo zählt hierzu. Korallenriff. Ein buntes, lebendiges, warmes Meer. Da möchte ich auch schwimmen. Oh ja, oh, Korallen tauchen. Voll geil. Hallo, Fischis. Hallo. Das ist das letzte Stempelheftchen. Küste. Man möchte direkt wieder angeln. Um sie aus ihrer Lebensweise zu holen und zu töten. Alle Fischstempel gesammelt. Dann haben wir ja jetzt alle Stempel gesammelt. Mit schönen Anekdoten darüber, dass ich meine Fußnägel verkaufen möchte. Bin fertig. Ne? Oho. Okay, ich bitte um Pardon. Sehe ich da etwa alle Stempel in einer Ausstellung? Oho, gleich die von mehreren. Darf ich du und deine blöden Klugscheißer-Wörter, Mann. Ich bin viel zu müde für sowas. Was ist los? Konstatieren. Was weiß ich, was das heißt. Famos. Da will ich Ihnen sogleich die Komplettierung per entsprechendem Stempel bescheinigen. Ich kann einfach nicht richtig reden. Mein herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der Stempeljagd in der Fischausstellung. Super. Ich muss... Oh, ich hasse dich so sehr, du blöde Möwe.
ich muss auch mal was sagen. Haben Sie während Ihrer Erkundung zufälligerweise auch Fotos gemacht? Ihr Nokphone kann fabelhafte Fotos schießen und die Fischausstellung bietet sich als prächtige Kulisse an. Es ist mir wahrlich eine Ehre, Ihnen hiermit das versprochene Andenken zu übergeben. Blatt. Hiermit übergebe ich Ihnen Ihr höchstpersönliche Fischwandschmuck. Ist das so ein Barsch, der singt? Insekten also, hä? Allein der Mut, sich in dieses Gebiet vorzuwagen, würde diesen Stempel rechtfertigen. Ich habe übrigens wieder Insekten. Sie haben also die Stempeljagd in der Insektenausstellung erfolgreich absolviert. Ein kurzweiliger Spaß. Wieso Sie die Insektenausstellung derart resolut zu erkunden wagten, ist mir völlig schleiereulenhaft. Es ist mir wahrlich eine Ehre, Ihnen hier mit denen das Andenken zu geben. Irgendwas mit Insekten. Hiermit übergebe ich Ihnen Ihr höchstpersönlicher Insektenwandschmuck. Nur die Fossilien, die Aufdeckung urzeitlicher Geheimnisse bringt Ihnen auch diesen Stempel ein. Hervorragende Arbeit. Damit haben Sie die Stempeljagd in der Fossilienausstellung abgeschlossen. Als Gastgeber dieser Stempeljagden erfreuen es mich ungemein, dass Sie derart viel Fossilienwissen beweisen. Sicher waren Ihnen dabei jede Kreise auf dem Boden, die neue Perspektive gewähren, eine große Hilfe. Was für Kreise? Ich habe gut aufgepasst. Nicht minder der Baum des Lebens, dem zu folgen ein ganz heitliche Sicht auf die Evolution ermöglicht. Ja, habe ich gesehen, was für ein Baum. Ich hoffe, nein, ich weiß, dass auch Sie unsere hiesigen Wissensschatz zu schätzen wissen. Gar keine Frage. Es ist mir wahrlich eine Ehre, Ihnen hiermit die versprochenen Andenken zu übergeben. Hab Hunger. Hiermit übergebe ich Ihnen Ihr höchstpersönlichen Fossilienwandschmuck. Ist das ein Foto von meiner Grandma? Fossilienwandschmuck? Wie bitte? Oh ja, auch der Stempel zum Abschluss der Jagd in der Kunstausstellung sei Ihnen nicht vergönnt. Ja, bitte sehr, ich verkünde mit Freude, dass die Stempeljagd für die Kunstausstellung beendet ist. Bravo. Einschränkend muss ich leider anmerken, dass diese Ausstellung noch ausgesprochen leer zu sein scheint. Doch ich hoffe inbrünstig, dass unser Museum dereinst auch mit Hilfe Ihrer Spende fertig werden kann. Es ist mir wahrlich eine Ehre, Ihnen hiermit das versprochene Andenken zu übergeben. Kunstwandschmuck? Hiermit übergebe ich Ihnen Ihr höchstpersönlichen Kunstwandschmuck. Was sehen meine übermüden Augen? Sie haben alle verfügbaren Stempel gejagt und gefangen. Nie dachte ich, dass Sie ein derart patenter Stempeljäger sind. Mir schwillt vor Stolz fast das Gefieder. Bis zum 31. Mai findet jeden Tag eine Stempeljagd statt, wobei wir die Station tagtäglich umverlegen. Falls Sie also die gleichen Andenken ein weiteres Mal ergattern wünschen, nur zu. Huhu. Danke, dass Sie mit uns den Internationalen Museumstag würdigten und an der Stempeljagd teilnahmen. Mir, alter Kauz, geht stets das Herz auf, wenn die Saat des Wissens auf fruchtbaren Boden fällt. Haha. Ja, nö, tschüss. Ich hab's nur wegen den Items gemacht. Ich hab's nur wegen dem Loot gemacht. Ich will nicht noch mehr Wandschmuck, danke. Ich weiß jetzt schon gar nicht, wohin mit dem Wandschmuck, danke. Ich meine, wir haben Lager, da sollte ich das ja eigentlich rein wandschmuggeln. Du kannst auch einfach an der Wand hängen, aber... Da hängen ja... Das ist ja schon voll hier alles. Warte mal, habe ich nicht ein Lager? Da. Okay, ich muss ja auch mal wirklich fragen, wie kann ich Sachen ins Lager? Von so aus? Ah. Aha. Aha, aha, aha. Ne, den Noctaucher-Anzug möchte ich gleich nochmal ausprobieren. Aber Leben brauche ich. Brauche ich nicht. Na, so geht das. Muss man ja auch erstmal wissen, wie das wirklich geht mit dem Lager, ne? Da können wir ja rein theoretisch hier aufräumen. So, apropos aufräumen, wo ist mein Birnenbaum? Du müsstest ein Birnenbaum sein, du bist klein. Du
Do not move. Komm her, du Sau. Komm mir hier rüber. Ich folge dir nicht bis da hinten hin. Scheiße, Mann, ich folge dir bis da hinten hin. Mistding. Ich komm rüber. Jetzt. Verdammt. Verdammt, aus den Augen verloren. Da ist er. Es gibt keinen Entkommen. Komm her. Nein, nicht wieder über Wasser. Nein! Oh, ich hasse dich. Jetzt habe ich dich, Sauhund. Oho, ein Königslibelle. Die Krönung des Tages. Blödes Gedimsel. Glubser wohl. Ab und zu findet man mal was Neues, ne? Hi. Ich will mal gucken, was du hast. Der Ladenbaukit wurde platziert. Jetzt gibt's kein Zurück. Wieder ein ganz schöner Trubel, alles bis morgen fertig zu bekommen. Aber ich freue mich unheimlich. Aber trotzdem, morgen wird einfach neue Aufnahme sein. Ich will etwas verkaufen, weil ich habe ein paar Kirschen. Und das Unkraut. Das hängt auch nur im Weg. Hurra, 210 Sternis. Ja, ja, mach mal. Alles gut. So, jetzt möchte ich trotzdem noch mal gucken, was es zum Kaufen gibt. Irgendwas Spannendes. Eine Kerze und ein Schlafsack. Okay, das ist einfach gar nichts. Das ist einfach gar nichts. Aber gut, irgendwann wird ja der Laden kommen und dann kriegen wir ja noch was. So, hier holen wir uns nochmal die 50 Meilen ab. Können wir auch gleich nochmal durchgucken. Meilenticket, Design, Profi-Edition. Den haben wir schon, aber es gibt nichts. Schicke Haarfarben, Frisuren. Der Boden sieht auch nicht gerade hübsch aus. Balkonteich. Nintendo Switch, Weltkarte. Weltkarte will ich haben. Weltkarte ist cool. Eine Sofahose. Oh Gott. Ich will keine Sofahose. So, dann überweise ich dir schon mal wieder deinen Kredit hier. Von 20.000. Nur noch 56.000, dann haben wir seinen Scheiß abbezahlt. Nice. Dann ist er nicht mehr böse auf uns. Das wäre ja auch schon mal was. Dann ist er nicht mehr böse, das ist gut. Aber die Weltkarte wollte ich jetzt haben. Die will ich mir später irgendwann dran machen. Wer weiß, wann wir die wieder bekommen. Versandfan. Achso, Knock Shopping. Aufräumprofi. Einrichtungsprofi wissen mehr noch als das. Achso, ins Lager. Komisch, wofür man hier alles Nockmeilen bekommt, ne?
So, und hier will ich dann die Weltkarte hin haben, aber die ist ja nur bestellt. Kommt die erst am nächsten Tag? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der Lachs erst am nächsten Tag kommt, wa? Na gut, da würde ich aber sagen, ich stelle mich jetzt hier auch wieder hochprofessionell hin. Und ich möchte ins Wasser gucken, tauchen und so. Das wäre vielleicht gar nicht mal so. Das ist wieder so eine scheiß Libelle. Hat sie schon einmal über mich lustig gemacht. Das ist gar nicht mal so. Da ist sie wieder. So uninteressant. Deswegen machen wir das einfach morgen. Mal schauen, was wir da machen können. Deswegen sage ich jetzt mal auf Wiedersehen. Und bis morgen. Wir müssen auch das hier mal machen. Diese Dinger ausgraben, damit wir mit Köder angeln können, damit wir andere Fische bekommen. Beim nächsten Mal. Okay. Bis morgen. Tschüss.